Hallo, willkommen. Wir spielen jetzt Banjo-Kazooie, aber in welcher Sprache? Schnell abstimmen, Englisch, Französisch oder Deutsch? Da ist ein Zeitlimit, das ist ja mal gefinkelt. Wenn du mit dem 3D-Stick ein Spiel hast, drücke A, um A zu spielen oder den Z-Trigger, oh je. Naja. Und ich will dann zu löschen. Wir spielen es ja mit dem PS3-Controller. Okay, nehmen wir der BM-Bett. Banjo-Kazooie, schreibt Matke gleich schon mal. Man kann sich einen Bären aussuchen. Ja, du kannst jetzt einen Banjo aussuchen. Also ich glaube, du willst mir hier einen Bären aufbinden. Wow, ja. Warte, schau, willst du den... Warte mal. Schlafender Bär? Schlafenden Banjo? Ja. Den kochenden Banjo? Kochender Banjo. Oder den Gameboy-Banjo. Gibt's nur die drei? Ja. Dann halt Gameboy. Okay, der, schau, der hat Kazooie dabei. Der kocht Kazooie gerade. Da bist du noch schon. Und der... Das Huhn ist Kazooie? Ja, sicher, oder? Achso. Ja, ich glaube. Ja, ich kenne mich mit dem Spiel gar nicht aus. Ich sag's dir gleich. Drei zu sehr. Ich muss auch kurz sagen, dass wir das Spiel auch tatsächlich besitzen. Hier. Auch wenn man es jetzt nicht sieht, wir haben's. Ja. Wir haben's. Kennen wir den Gameboy? Ja, bitte. Okay. Ja, der hat so eine schöne Mucke hier dabei. Oh, cool. Introzeit. Bist du logisch? Wow. So, ist das die Zunge oder was? Nein, das ist der Mund. So. Hört mich an. Glover. Mich auch. Das wollte ich jetzt sagen. Ist es ein Schwein? Nein, das ist Goofy. Goofy! Weiß ich. Oh je. Wer hat da aufgemacht? Wir oder was? Ja. Dingbot, mein Kessel, sei geschwind, wer ist hier das schönste Kind? Das schönste Kind? Ja. Sie sicher nicht, sie ist kein Kind, oder? Das ist ja wahrscheinlich du. Nein, das ist kein Kind. Weißer gesprochen, schlauer Topf. Ich habe hier den schönsten Kopf. Ja, das ist gut. Du sprichst den Kessel. Okay. Doch da gibt es was? Das kann nicht sein. Niemand hier darf schöner sein. Das reimt sich alles. Tutti ist so süß und klein. Sie ist die hübscheste von allen. Der reimt überhaupt nicht. Was, du mieser alter Kessel? Ich mach aus dir einen Sessel. Tutti ist nicht nur hübsch, sie ist ein wahrer Engel. Das reimt sich ja nicht. Ja, der Kessel, der Kessel. Der kann nicht reimen. Dem Biest werde ich es zeigen. Das war auch nicht gereimt. War das jetzt eine Biene? Ich glaube, das war ihr Besen, aber jetzt hat sie das Reimen jetzt aufgegeben. Ich weiß nicht. Halt so. Wow, die wohnen gleich da. Das neben dem Lair. Du bist auch der, oder? Hallo Tutti, was hast du heute so vor? Sobald mein Bruder aufwacht, stürzen wir uns ins Abenteuer. Aber der schläft. Aber ich will Banjo sprechen. Aber hat. Ja, okay, ja. Hat Banjo überhaupt eine Stimme? Ja. Keine Ahnung. Ich weiß. Ich hoffe schon. Tutti Mäusefutter, bald sieht sie älter aus als meine Mutter. Oha. Was reimt die da zusammen? Was Arges. Ist das dein Bruder? Der ist blind. Ist ja auch ein Maulwurf. Ja. Wo denn, Herr Maulwurf? Dort oben, am Himmel. Die ist hyper. Das glaube ich nicht. Du arme kleine Maus, dein Spielchen ist jetzt aus. Wow, der Biest. Der hat einen Kopf. Arsch, du alte Vogelscheuche. Da hilft kein Gekratze. Ich mache aus dir eine... Fratze. Ah. Oh nein! Oh nein! Die Hexe hat die Kleine entführt. Hilfe! Banjo, wach endlich auf, aufwachen! Ah, er hat wirklich was? Was ist denn hier los? Ich bin so wie Goofy sprechen. Draußen gibt es Ärger. Bam. Bam. Jetzt sind die Fehler. Oh, oh je. Du musst die Kommentare aber auch lesen. Okay. Ah, sind schon Kommentare. Ja. Okay. Jetzt geht's. Da fällt mir was ein. Wenn man beim Kazooie zu viele Cheats ins Spiel eingibt,
dann droht eine Hexe, den Spielstand zu löschen. Und das macht sie auch. Oh oh. Wow. Aber wir cheaten das ja sowieso nicht. Aber wir cheaten. Ist das hier der Müll? Ja, das ja? ist der Müll. Ja, dann mach einmal auf und schau, was da drinnen ist. Wie kann ich... Okay, ich kann springen. Ja. Man kann aber sehr viele Moves in dem Spiel. Das Spiel hat wirklich sehr viele Steuerungskomplexe. Ich hoffe, das wird erklärt, weil bis jetzt kann ich eigentlich nur springen. Ich glaube, es wird alles erklärt, ja. Das ist jetzt mal der Tutorial-Level. Oh, ich kann noch so. Ich habe es ja schon angespielt. Hey. Und ja, wow, das war vor einem Jahr oder so, wie ich das angespielt habe. Und ich kann mich noch erinnern, der Tutorial-Level ist sehr erklärend. Jetzt kommt der Maulwurf mal wieder. Okay, aber ich hoffe, die Steuerung ist gut auf den Controller hier. Hi, ich bin Bottles, der kurzsichtige Maulwurf. Ich bin Banjo und das ist meine Freundin, Kazooie! Komische Freundin, kann das Ding sprechen? Besser als du, Hasenhirn. Was war das für ein Lärm? Wo ist meine süße Schwester, Tutti? Die miese Hexe, Gruntilda, stach vom Himmel herab und hat sie entführt. Beruhige dich, Kleine. Wir befreien Tutti. Wohin ist diese Hexe entflohen? Sie flog zu ihrer schaurigen Höhle. Das wird kein Ausflug, Freunde. Ihr braucht einige Lektionen, bevor ihr losziehen könnt. Wenn ihr Moves lernen wollt, drückt A. Wer schon alles weiß, sollte B drücken. Verdammt. Und du weißt jetzt nicht, was A und B ist. Was ist A? Ist A, wo man springt? Ja, ich weiß. Ja, A ist, wo man springt. Glaube ich schon. Bottles, wir könnten eine Hilfe gebrauchen. Was ist zu tun? Schaut euch nach meinen Maulwurfshügeln um. Stellt euch daneben und drückt B. Bis gleich. Tschüss. Ist er schon wieder weg? Ah, dieser Bottles. Ja. Wieso heißt der Bottles? Ich weiß nicht, aber tut ihr nicht, hat ihn ja Herr Maulwurf genannt. Ah ja, stimmt. Er heißt Bottles Maulwurf. Ich glaube nicht. Wow. Da ist er schon wieder. Hallo Bottles. Hallo. Wir fangen mit der Kontrolle der Kamera an. Okay. Ihr steuert sie mit dem C-Knöpfen. Das nervt, sind wir hier in der Schule. Zeige erstmal, was du kannst. Drücke die R-Taste, um die Kamera hinter Banjo zu bringen. War das schon alles, Würmerfreund? Nein. Halte R gedrückt, um die Kamera hinter deinen Federhintern zu positionieren. Wir sehen uns am nächsten Maulwurfshügel. Das ist schwierig. Okay. Also weißt du, wo die Knöpfe sind? Ich hab's eingestellt. Okay. Ja, also es geht. Warte. Kennt ihr schon die neueste Werbung? Toll, toller Box! Das habe ich noch nie gehört. Aber wenn es das jetzt wirklich gibt, dann kann ich nur sagen... Okay, die Kamera habe ich schon mal unter Kontrolle. Das glaube ich nicht. Doch. Die geht immer nur so in Zacken, oder? Ja, aber es... Ja. Anders habe ich sie nicht unter Kontrolle. Wenn das... Na super, da ist er schon wieder. Wie er meinen Salto davon wecken. Ja. Im Springen seid ihr keine Weltmeister. Wow, was wissen blinde Maulwürfe über das Springen? Nichts, oder? Mehr als du, Flöte. Zum Springen drück die A. Halte die A gedrückt. Springt Banjo noch höher. Das ist so arg. Das ist logisch. Die streibt sich dann. Ja. Oh. Na, Federvieh, zeig mal, was du kannst. Warum? Ich sehe dabei sicher total bescheuert aus. Springt und drückt A in der Luft, um einen Doppelsprung zu machen. Wow. Wir wissen jetzt alles. Es kann losgehen. Nicht bevor ihr diesen Move kennt. Stellt euch so hin wie ich. Wie eine lächerliche Brille aufsetzen und blöd aus einem Erdloch herausgrinsen. Schnabel. Haltet den Schnabel, den Z-Trigger gedrückt, dann A, um einen Salto auszuführen. Okay, wo ist jetzt wieder? Ich habe wirklich eine Brille. Okay. Ich hab's drauf. Das waren alle Sprünge.
Übt fleißig weiter. Ich brauche noch die Clownsnase, wenn ich Banjo spreche. Weil der hat auch seine Nase. Ja. Ist zwar nicht rot, aber ich glaube, die ist oben. Ist, ah ja, der ist wirklich. Ja. Die ist oben. Ah, auch aber da. Naja, oh. Auch egal. Toll, toller, toller Box! Wir starten Honigwabe. Sammelt 6 von uns leeren Honigwaben ein, um die Energieleiste zu erweitern. Ah, okay. Ah, das ist wie also, die Katzen bei Gags. Also mehr Leben. Ja. Mehr Leben in die Bude. Das ist der coole Sprung, der mir immer im Gedächtnis geblieben ist. Mach das nochmal. Was? Den Rückwärtshalter. Wuhu! Na super. Klaus? Ja. Lust auf eine kleine Unterwassertour? Lass mal. Ich geh lieber nach Hause. Banjo, du Weichei. Ich will schwimmen. Spucke es aus, Maulwurf, Onkel. Mit dem 3D-Stick schwimmst du an der Oberfläche. Drücke B, um zu tauchen. Los! Na super. Oh. Unterwasser-Mechanics sind immer das Schlimmste in 3D-Spielen. Macht mir wirklich Angst. Ja. Unter Wasser paddelt Banjo mit den Beinen. Wenn A gedrückt wird, unser geflügeltes Bewegungstalent tritt in Aktion, wenn man den B-Knopf drückt. Ja? Hat er Luft? Ah ja, das ist die Luft. Hat er Luft? Ja, das war also eine. Das ist eine Frage. Da kann ich rein. Ja, geht da rein. Ja, warte, zuerst. Ja, geht da rein. Ah ja! Fogo unter dieser Woche könnte ja noch gehen, gell? Es ist übrigens heute der letzte Stream mit Onja. Mhm. Das ist die Ankündigung. Der letzte Stream, wo Onja wirklich dabei ist. Zumindest körperlich, weil seelisch ist er immer bei uns, ja. Nächsten Samstag ist Onja nicht mehr hier. Und leider. Am Montag dann auch nicht. Deswegen durfte ich mir jetzt nochmal das Spiel aussuchen, was wir spielen. Ja. Und meine Wahl traf auf Banjo-Kazooie. Wer kennt vielleicht dieses Lied? Danjo, dan, danjo, danjo. Ich kenne das. Danjo, dan, danjo, danjo. Nein. Danjo, dan, danjo, cho, danjo, danjo. Achso, geht's da schon rauf zur Hexe, oder was? Danjo, dan, danjo. Das kennst du nicht? Nein. Wer kennt's? Schreibt's hier. Ja, hier geht's zur Hexe. Oh je. Hey, was habt ihr vor? Die Hexe vermöbelt und Tutti retten. Ihr habt noch nicht einmal alle Moves drauf. Die Hexe wird euch den Hintern versohlen. Das soll sie probieren, die alte Schachtel. Ich repariere die Brücke erst, wenn ihr fit seid. Also Kazooie, lasst uns die fehlenden Hügel suchen. Auf geht's. Dun, 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 dun. Kann ich Banjo wirklich so sprechen? Au! Man nimmt Fallschaden. Ja. Na, das ist ja arg. Der Fischer! Kennst du ihn? Ja. Arg der Fischer. Ja, kenn ich. Glaub ich wieder. Matke schreibt, ich! Du kennst das Banjo-Lied? Das freut mich. Das freut mich doch sehr. Das ist ja auch bei, es ist ja auch bei Meteor Stream drinnen. Wer das kennt. Kennst du Meteor Stream? Aha. Gut, ja. Das ist ein tolles Spiel, wo mehrere Lieder zusammen gemixt wurden und man den Liedern ausweichen muss. Da klingelt's bei uns! Heute kommt wohl noch Besuch in die Bude. Wer das ist, erfahrt ihr, wenn das Licht angeht. Bing! Und da ist es schon. 4 Zuseher, das ist einmal toll. Das ist einmal toll, finde ich schon. Ja, schafft jetzt nicht ein jeder Player. Wow. Aber Fogo sicher noch diese Woche, gell? Ja, aber für Fogo, da brauchen wir dich ja, gell? Weil du bist ja der Mist. Also du bist der Big Show. Hallo, ich bin ein wertvolles Extra-Lied. Okay. Oh, sehr lecker. Okay. Aber du musst ja dabei sein. Das hat ja keinen Sinn, Fogo zu drehen ohne dich. Was? Okay. Die letzte Szene von Fogo. Ja, das geht nicht. Ja. Ich reise jetzt aus. Okay. Du müsstest ohne mich drehen. Na eben nicht! Weil wir brauchen dich dazu. Ja, wenn ich nicht da bin. Ja. Es ist halt schwer, aber... Mulliwupateri, hm? Wer kennt den Witz noch? Naja, ein Witz ist das jetzt nicht, aber Fogo halt. Wo sind die anderen Hügel? Da war einer? Den haben wir schon. Den haben wir schon, ja. Da hinten sicher, da haben wir schon. Ja, renn eine Runde und schau dich um. Das wird ja wohl nicht so schwer sein. Ja, das war der Schwimmhügel, oder? Ja. Da
da, vielleicht links, da ist ein Wasserfall. Das warst nein, du schon? Da war ich schon. Ja, so. Ja, das extra Leben. Da ist einer! Ah ja, okay. Dun, 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 dun. Das ist wirklich eine Banjo-Musik, oder? Mhm. Das ist ja toll. Brrr. Hey Banjo, ich hoffe, du bist schwindelfrei. Sicher. Ich auf alle Fälle, los, erzähl endlich vom Fliegenwurzelfresser. Jetzt schwindel mich nicht an, später. Banjo, spring an einen Baum und nutze den 3D-Stick, um daran hinaufzuklettern. Ja, mach das okay, mal. Mach mal. Aber nicht schwindeln, gell? Also Mittwoch ist schon Voulez-vous-Insolvenz? Hey, warte, nicht auf einen Baum klettern, Banjo. Was, nicht auf einen Baum klettern? Ich kann nicht nur auf Baum. Achso. Ist Mittwoch schon Voulez-vous-Insolvenz? Was heißt das? Ja, bist du da schon weg? Nein. Nein? Ja, dann geht's ja noch am Mittwoch, gell? Am Mittwoch? Also diesen Mittwoch? Ja. Ja, müsste eigentlich eh gehen. Also, 5 Zuseher, die Bude füllt sich langsam doch. Hallo Freunde, wir spielen Banjo-Kazooie. Ein Spiel, wo wir mal neue Kompetenzen lernen. Weil wir müssen ja die Figuren auch hier sprechen. Ich habe jetzt, wenn ich den Maulwurf spreche, die Brille. Wenn ich Banjo spreche, habe ich jetzt leider gar nichts. Das ist schade. Naja. Banjo oder Banjo? Banjo. Banjo. Banjo, ja. Auf jeden Fall. Wow, die Sternballon. Zum Ausführen der Pickparade brauchen wir die Hilfe des wackeligen Hühnerbeins. Immerhin habe ich Beine, mein kurzer Freund. Halte den Z-Trigger und drück dann den B-Knopf. Also, du weißt, wo der Z-Trigger ist? Ja, ich hab schon gehört. Okay. Siehst du, Banjo, ist doch etwas zu gebrauchen, was? Jetzt hab ich's irgendwie falsch. Nächstes Mal bist du dran, kurzer. Wow! Gar nicht gewusst, dass Banjo auch kämpfen kann. Ich hab jetzt den Jump'n'Run, wo man nur rennt, springt. Aber dass da auch Kampf dabei ist, das wusste ich nicht. Wir haben das Spiel doch tatsächlich hier. Ich muss nochmal zeigen. Banjo. Ja, Banjo halt. Schau, eins fehlt nur noch. Eins oder zwei, das ist jetzt die Frage. Ist in der Mitte auch? Nein, in der Mitte sind ja keine Outlines. Oh, okay. Und vielleicht sind die Outlines in der Mitte von den anderen. Ja, das habe ich drüben. Ah, ja. Okay. Okay, da oben. Da war ich noch. Oder noch schlimmer. Banjo. Nein. Oder Banjo? Banjo. Nein. Banjo. 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 Benko. Wer kennt das noch? Banjo. Es ist an der Zeit, den Bärenpunch zu lernen. Oh. Bereit? Das klingt interessant. Drücke einfach B, wenn du stehst. Oder dich nur langsam bewegst. Obercool. Wo kann ich das ausprobieren? Wie wäre es mit dem frechen Vogel? Komm nur her, du kleine Blindschleiche. War ja nur ein Witz. Ich suche eine echte Herausforderung für dich, okay? Oh. Wow, da kommt Topper. Zeige es ihm, Banjo. Topper. Oh, oh, Topper. Die haben ja alle komische was? Namen. Ups, ich hab, wie kann ich... Du musst ja, stehen und dann schlagen. Der Bärenpunch. Im Rennen nicht? 6 zu 7. Wenn du langsam gehst, geht's auch nicht. Ja, okay. Aber du hast ja keinen 3D-Stick. Du lenkst ja auf den Tasten. Ja. Wow. Oh, das ist ja brutal. Ups. Wow. Ah, da ist netter auch. Versuch. Auf ein neues. Hey, was ist mit mir? Ja, du kannst auch. Wow, warte, kann ich nicht. Will Kasu jetzt doch geschlagen werden? Will Kasu jetzt doch geschlagen werden? Ja. Toll. Wow, close line. Jetzt zeige ich dir die gefürchteten Bärenrolle. Gefürchtete. Hallo, ich will lernen, wie man fliegt, sofort. Wenn du rennst und dann B drückst, machst du eine Rolle. Ich suche eine geeignete Zielstelle. Wow. Zum Beispiel der Ribisel da. Ist ein Ribisel oder eine Zwiebel? Wie lange kann ich folgen? Volltreffer! Einer geht noch. Hallo, mir ist schlecht. Wow, wirklich?